Der neu zusammengetretene Landtag in Stuttgart hat erstmals eine Frau und eine Muslima zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Der Vorschlag für die Grünen-Politikerin Muharrem Aras war dabei bewusst als Zeichen gegen die jetzt im Plenum sitzende drittstärkste Partei AfD gesetzt worden. Im Anschluss entbrannte eine erste, schärfere Debatte um die Änderung der Geschäftsordnung für die Stellvertreterposten. In einem Konsens der etablierten Parteien waren deren Zahl von 3 auf 2 reduziert worden. Nach den ungeschriebenen Regeln vorheriger Legislaturperioden wäre der AfD dieser Posten zugefallen. Um 12.21 Uhr steht es fest. An einem politisch-historischen Tag hat das neu konstituierte Parlament des Landes in geheimer Wahl erstmals eine Muslima und eine Frau mit Migrationshintergrund auf den höchsten Stuhl gehoben. Frau Abgeordnete Aras hat also mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen und ist damit als Präsidentin des Landtages gewählt. Mit 96 Ja-Stimmen von 143 Gesamtstimmen erhielt die türkischstämmige Deutsche 7 Stimmen mehr als die neue grün-schwarze Mehrheit. In ihrer Dankesrede hob Aras die Symbolträchtigkeit dieser Entscheidung hervor. Wir haben heute Geschichte geschrieben. Sie haben zum ersten Mal eine Frau in das hohe Amt der Landtagspräsidentin gewählt. Eine Frau mit Migrationshintergrund als Repräsentantin dieses Hohen Hauses. Damit haben Sie ein deutliches Zeichen gesetzt. Ein Zeichen weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus. Ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz und für das Gelingen von Integration. Sie werde sich mit Kraft und Leidenschaft für die Grundwerte und den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzen. Ich sehe eine meiner wichtigsten Aufgaben darin, fraktionsübergreifend zu vermitteln und zu integrieren. Ich wünsche mir von Herzen eine lebendige und faire Debattenkultur. Stimmen der grünen Regierungsfraktion hatten die Wahl von Aras zuvor als Zeichen gegen die AfD gewertet. Diese ist jetzt mit 23 Sitzen stärkste Oppositionspartei. Im Anschluss entfachte die anschließende Wahl von nur einem statt bisher 2 Präsidentenstellvertretern auf Basis einer ohne die AfD geänderten Geschäftsordnung eine scharfe Debatte. AfD-Chef Meuthen kritisierte, dies verletze in eklatanter Weise die Gepflogenheiten. Wir fordern damit lediglich ein, was nach allgemeiner Sitte hier üblich ist, dass nämlich die drittstärkste Fraktion im Landtag den 2. Vizepräsidenten stellt. Alles andere wäre eine Missachtung des Wählerwillens durch die übrigen Parteien. Meuthen warf den etablierten Parteien in diesem Zusammenhang Taschenspielertricks vor. Der neuerliche Geschäftsordnungsänderungsantrag wurde indessen, wie die AfD-Vorwürfe, von den anderen Fraktionen einstimmig und scharf zurückgewiesen. Unsere Fraktion hat darüber hinaus darauf hingewiesen, dass es hier durchaus auch ein Zeichen der Sparsamkeit darstellt. Die Fraktion Grüne wird den Antrag der AfD ablehnen. Und die AfD hofft indes vergeblich, dass dies etwa ausdrücklich wegen ihres Einzugs in den Landtag und eines daraus abgeleiteten vermeintlichen Anspruchs auf einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin geschieht. Diesen Anspruch, meine Damen und Herren, gibt es nicht. Bei der anschließenden Wahl zum einzigen Stellvertreter der Grünen, Muharrem Aras, setzte sich erwartungs- und absprachegemäß der von der CDU nominierte vormalige Parlamentspräsident Wilfried Klenk als Vertreter der zweitstärksten Partei durch. Er erhielt 115 von 143 Stimmen.